Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, ich begrüße Sie hier ganz herzlich zu einer weiteren abgespaceden Runde No Man's Sky mit dem Next Update. Ebenso aber auch mit dem The Abyss Update und natürlich auch darf das Atlas Rises Update nicht fehlen. Alle Updates sind hier in diesem Spiel enthalten, wollte ich nur mal am Anfang erwähnen. Ansonsten natürlich wie immer ein dickes Dankeschön für eure Likes, für eure Bewertungen und für eure Aufmerksamkeit. Im letzten Video lasst uns loslegen. Wir befinden uns immer noch auf dem ersten für uns generierten The Abyss Planeten. Und wir sollen immer noch versunkene Gebäude aufspüren und diese erscannen. Auf. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir müssen das wirklich fast fertig haben. Es dauert echt schon viel zu krass lange. Würde ich mal wohl meinen. Okay, versunkenes Gebäude scannen. Haben wir schon wieder eins gefunden? Wunderbar. Also ich hoffe, dass das kein Bug ist oder sowas. Ich hoffe, dass das kein Bug ist. Ich würde jetzt gern bitte nach oben tauchen. Dankeschön. Wo ist mein Raumschiff? Wir fliegen natürlich instant zum nächsten versunkenen Gebäude rüber. Instant rüber. Zack. Und los geht's. 30 Sekunden. Ja, aber nur im Flug, ne? Nur im Flug. Das sind nämlich im Flug doch ganz schöne Distanzen hier, die wir zurücklegen. Na, vorsichtig. Schon mal jetzt die Augen offen halten für etwaige Landeplattform. Das wäre ja super, wenn wir jetzt hier eine finden. Oh, oh. Sieht sehr nicht danach aus, dass wir hier landen können. Sehr nicht. Oh nein, und jetzt, genau jetzt kommt natürlich ein Sturm. Wie soll es aber auch anders sein? Ein Stück tiefer noch. Nicht untertauchen. Vorsicht, vorsichtig. Vorsichtig. Ich sehe gar nichts, Leute. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Die Radarspitze an der Schnauze meines Flugzeugs nicht. Nothing. Gar nichts. Ja, habe ich vor. Danke, Spiel, für diese Information. Wir sind auf der Suche nach versunkenen Gebäuden. Hallo? Mist. Wir müssen Stücke weiter weg. Und ich hoffe mal, dass dieser olle Sturm bald nachlässt. Das wäre schon super. Ansonsten die Augen offen halten. Damn. Ja, es wird wirklich Zeit für einen... Eigentlich für einen anderen Planet, für ein anderes System. Aber ich war anfänglich sehr gehypt von The Abyss. Bin ich immer noch, aber ich finde es sehr komisch, dass die Mission hier nicht wirklich weitergeht. Okay, wir kriegen jedes Mal, ein Fitzelchen Lore kriegen wir verpasst, wenn wir dann den Terminal, auf das Terminal von einem versunkenen Gebäude zugreifen. Aber so oft hintereinander fühlt sich das irgendwann dann ausgeleiert aus. Boah, ich sehe gar nichts. Ich möchte landen, bitte. Bitte lassen Sie mich landen. Ich will doch nur wieder aussteigen. Zu meinem Flugzeug. Da, nehme ich. Den Rest jetpacke ich. Und go. 4 Minuten? Na. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Naja, wir sind ganz schöne Stücke geflogen. Vorsichtig. Oh. Wir parken mal gleich um, würde ich sagen. Wir parken gleich mal unsere Kiste gleich um. Wir stellen mal unsere Blue Lady, stellen wir mal hier hin.
Na gut, ein Glück sind das keine echten 2 Minuten, ansonsten, ne? Wäre schon ein bisschen doof. Wäre schon ein wenig doof. Wir sind fast da. Nur noch 400 U. Nur noch 400 U. Wir haufen. Nee. Wir. Ja, wir sind fast da. Weiß auch nicht, was ich gerade sagen wollte. Das ist die erste Folge, Leute. Die erste Folge der Aufnahme. Und da muss man auch erstmal drauf klarkommen, dass man hier direkt zum Einstieg so krasse Kondition hat. Schlechte Kondition. So. Ungeheuer der Tiefe. Ich will dein Auge, Mann. Ich will dein Auge. Die sind wenigstens schön was wert. Da kann man ordentlich was mit anfangen. Yay, komm her. Ich brauch dich. I need you. Sturm löst sich auf. Okay. Ah, jetzt gerade, wo ich unter Wasser bin. Und dreimal darf ich raten, wahrscheinlich. Wiederkehrender Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Fortsetzung des Datenprotokolls zur Analyse freigegeben. Gibt es eine Verbindung zwischen den Monolithen und den Wächtern? Die Ursprünge dieser uralten Gebilde scheinen älter zu sein als jede bekannte Zivilisation, obwohl sie mit der Zeit in den Glauben und die Geschichte der Kreaturen, die sich um sie entwickelten, aufgenommen wurden. Was, wenn es bereits vor allem anderen eine Spezies gab? Die Forerunner, die sogenannten. Wissen und interstellare Macht dieser Spezies müssen unbegrenzt gewesen sein, wenn wir sogar nach ihrem Aussterben immer noch ihre Werkzeuge studieren, wie ein Kleinkind, das mit einem Fusionsreaktor konfrontiert wird. Ja, da ist was dran, ne? So. Okay, hat alles wieder wettgemacht. Eine coole Science-Fiction, vor allem Hard-Science-Fiction-Geschichte. Das ist ja richtig technische Science-Fiction, oder ich sag mal, leicht technisch, aber im Ansatz auf jeden Fall unheimlich philosophisch und das finde ich super. Das finde ich super. Ich finde die Idee auch gar nicht mal so schlecht. Also angenommen, ja, da gab es diese eine Rasse, die vor allen anderen Rassen war. Dann gab es eine Rasse und wer sagt, dass das nicht die Menschen sind, die noch die ersten Hürden überstehen müssen. Wir sind selber noch als diese überlegene Spezies sind wir noch in den Kinderschuhen. Wir brauchen noch 1 Million Jahre, damit wir uns zu dieser Spezies entwickeln können. Vielleicht zu der Spezies, von der aus die Bevölkerung im ganzen Universum voranschreitet. Vielleicht sind wir dafür der Ursprung. Wer weiß. Danke, No Man's Sky, für diesen Denkansatz. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück zu unserem Raumschiff. Ne, erstmal scannen wir wieder. Danke sehr. Ich würde jetzt gerne bitte scannen. Nicht leuchten am besten, genau. Nach abgestürzten Frachtern scannen? Wie geil. Nach abgestürzten Raumschiffen scannen? Das stand noch nicht da. Das letzte Mal. Das ging das letzte Mal noch nicht. Oh, wie geil. Abgestürzte Raumschiffe. Ich habe versucht, ein Raumschiff entdeckt. Komm, wir machen mal zwischenzeitlich was anderes. Wir suchen mal jetzt nicht nach einem versunkenen Gebäude, sondern nach einem versunkenen Raumschiff. Wo ist es denn? 8 Minuten, da fliege ich hin. Da haben wir wenigstens mal was anderes zu tun. Auch wenn es der gleiche Planet ist, Leute. Es ist zumindest eine Abwechslung hier. Dann ist es zumindest eine Abwechslung. Für mich auch als Spieler und für euch als Zuschauer. Hi. Nein, nicht schon wieder. Bitte nicht. Kein Blizzard zum Flug. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das Raumschiff ja wieder fit. Wobei, naja, also Vanilla können ja Raumschiffe nicht unter Wasser fliegen. Und das müsste ja fliegen, wenn wir das dann heben wollen, dieses Raumschiff. Ach, wir gucken einfach mal. Wollen, dass wir überhaupt was gefunden haben. Ich habe schon die anderen Strukturen, habe ich ja auch schon mal gescannt gehabt. Aber da kam nichts. Da haben wir nichts gefunden.
weil ich gedacht habe, okay, es entspricht gerade nicht der aktuellen Quest. Das werden wir wahrscheinlich später in jeder Unterwasserwelt können und wir würden auch immer was finden dann, wenn wir mit der Nautilus dieses oder jenes erscannen. So wie wir so gut wie alles auch immer finden, wenn wir es mit dem Signalverstärker erscannen würden. Aber jetzt eben noch nicht möglich ist, weil wir jetzt innerhalb der Seabiss-Story und so weiter sind. Egal. Alles klar. Weiter geht's. Komm schon. Kann ich jetzt schon mal die Augen offen halten für eine Landeplattform. Ein Stückchen tiefer fliegen. Ein Stückchen tiefer. Na? Langsamer am besten. Wow, 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 vorsichtig. Vorsichtig. Das war zu tief. Wow, oh, wow, was war hier? Hier war doch gerade eine Plattform oder so. Ich könnte mich natürlich auch an den Zahlen orientieren, die mir hier im Head-Up-Display angezeigt werden. Dann wüsste ich, wie hoch ich bin, dann müsste ich nicht immer aus Versehen untertauchen. Aber das wäre ja viel zu einfach. Das wäre ja viel zu einfach. Aber da ist eine Plattform. Da ist was zum Landen. Ich glaube ja. Oder ist es der Horizont? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Sieht gut aus, sieht gut aus. Bei Nullsicht landen, das muss man erstmal hinbekommen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Wächter! Naja, lassen wir mal den Wächter Wächter sein. Und tingeln hier zum versunkenen Raumschiff. Und runter geht's. Da liegt tatsächlich ein Raumschiff. Haben wir denn hier Schönes? Was können wir denn alles mitnehmen? Oh, das ist der Anfang von einer Base, ne? Oh, wie cool. Und da könnten wir die weiterbauen, wenn wir wollen. Mach mal Licht an. Warte mal, stopp, wie war denn das T, ne? Ja. Wie war denn das? Verlassenes Raumschiff. Geil! Wir könnten uns das wirklich gängig machen, das Ding. Und das ist ein Transporter ist das. Das ist natürlich geil. Was muss denn dafür alles funktionieren? Wir haben natürlich die Startschubdüsen. Vergleichen. Kaufen für 0 Units. Eintauschen, um Gottes Willen. Warnung, zuerst die Fracht übertragen, bevor man das Raumschiff eintauscht. Kaufen und der Sammlung hinzufügen. Ja, das schon eher. Aber dafür müssen wir echt viel reparieren. Hermetisches Siegel, das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach. Damit wir es erstmal auf dem Frachter hätten. Wäre es echt cool. Also ich meine, damit kann man zumindest schon mal so ein bisschen Sachen transportieren. Wobei 25 Slots sind auch wieder nicht viel. Eigentlich nicht wirklich. Unser Bomber hatte fast schon mehr gehabt, ne? Also wenn ich mir einen Transporter zulege, dann sollte der auf jeden Fall über 30 Plätze haben. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Nee, lassen wir es mal. Da ist viel zu viel Schrott drin. Ne? Viel zu viel Schrott. Aber wir haben jetzt eine Möglichkeit entdeckt, mit der wir relativ zuverlässig verlassene Raumschiffe finden können. Mit der Nautilus. Und zwar unter Wasser. Unter Wasser. Gut zu wissen. Wir nehmen den Kram hier noch mit schön. Ne, den nicht. Dafür müsste ich jetzt Ressourcen farmen. Das lohnt sich nicht. Was haben wir hier? Notrufsignal.
Das Innere des abgestürzten Schiffes ist ein Sammelsurium an Technologien, die möglicherweise aus anderen Schiffen geplündert wurden. Die korpulente Leiche einer Lebensform mit einem Schnabel breitet sich über das Bedienfeld aus. Der Verstorbene hatte eindeutig eine Vorliebe für die schöneren Dinge des Lebens. Der Frachtraum wird von einer Art selbstgemachten Sicherheitssystem geschützt. Wie das restliche Schiff besteht es aus einem Mischmasch aus mehreren Technologien. Eine Deaktivierung könnte schwierig werden. Versuche, den Frachtraum zu öffnen. Ja, mach mal. Vielleicht ist da was Cooles drin. Ich umgehe 3 Sicherheitsebenen und öffne den Frachtraum, nur um dann von einer Schockwelle aus Energie umgeworfen zu werden. Ich scanne die Anlage und merke, dass es die Mühe wert ist. Ja! Cool, Inframesser, Beschleuniger, Schnellfeuer-Raumschiffwaffe, feuert in anhaltenden... Ja, könnte das jetzt mal kurz weggehen, die Wärmeschutz-Aktiv-Einblendung, das wäre super. Nein, dann ein andermal. Ich kümmere mich aber erstmal um die Lebenserhaltung. Da brauchen wir ein bisschen Saft, ein bisschen Zug auf der Ritze. Atmen können wir hier mit den Bällchen. Mit den Bällchen. Okay, cool. Nautilus, komm her, wir müssen scannen. Ich will die olle Mission jetzt endlich abschließen, es reicht. Genug Unterwasser-Action. Wir kommen wieder, wenn wir Langeweile haben und ein abgestürztes Raumschiff. Ein lohnenswertes abgestürztes Raumschiff reparieren und unserer Sammlung hinzufügen wollen. Ist aber nett von dir, Sturm. Versunkenes Gebäude entdeckt. Alles klar. Wie weit müssten wir? Es lohnt sich fast nie, das Ganze mit der Nautilus zu besuchen. Fast nie. Aber dafür gibt es ja hier die ganzen Inseln, dass man da schnell rüberfliegen kann. Klicke-die-klick-klick. So, wo sollen wir hin? Ich hoffe, das ist nicht das gleiche versunkene Gebäude, von dem wir gerade eigentlich erst kommen. Das wäre super. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall jetzt durch. Warte mal, da ist die nächste Insel. Nicht, dass wir keine Plattform mehr finden. Wir sollten auch die sturmlose Zeit zu schätzen wissen. Solange wir gute Sicht haben, sollten wir landen. Warum sind wir eigentlich so langsam? Das hat mich auch früher meine Kunstlehrerin immer gefragt. Herr Dagabo, warum sind Sie eigentlich so langsam? Sie brauchen das nicht ausschneiden, Sie können das ruhig nur ausmalen. Sie kriegen eine besondere Benotung. Ja, gut. Na? Geben wir uns zufrieden damit, mit der linken Landeplattform, mit der hier? Ja, mit der da geben wir uns zufrieden. Ja, mit der da. Blue Lady. Lochow 3! Skiurlaub auf Lochow 3. Come in and find out. And find your destiny. Schande! Das gibt's doch nicht. Hier waren wir schon. Hier gibt's keine Grauen aus der Tiefe. Und das bedeutet so gut wie immer, hier waren wir schon. Jupp, wir müssen wieder einen Orbitalflug machen. Das ist aber auch eine herausfordernde Mission. Wirklich. Naja, es fordert unsere Nerven und unsere Geduld heraus. So, eins machen wir jetzt aber noch, Leute. Eins machen wir jetzt noch. Für die Lore. So, Flugzeug da drüben. Ja, so.
Wir suchen uns jetzt wieder eine Richtung aus. Ballern kurz in den Orbit. Mit 90 Grad Neigung. Springen kurz in den Impuls. Springen per Impuls und jetzt wieder runter. Das war's schon. Ja, ist noch Loch auf 3. Oh, haben wir noch nie gescannt. Haben wir auch noch nie gescannt. Loch auf 3. Hier haben wir auch ein paar schöne Landmassen. Das macht sich ganz gut mit dem Landen. Ich lande mal hier in der Mitte. Auf der kleinen Insel hier. Was haben wir denn hier Schönes? Frostwurz. Oh, die kann ich mitnehmen, ne? Aber dann krieg ich Ärger, oder? Nö, Frostkristalle. Schöne Sache. Schönes Ding. Euch kenne ich schon. Aber ich kann dich mal kurz füttern, wenn du willst. Kohlenstoff erforderlich. Naja, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ich würde ja mal ganz gerne gucken, was wir jetzt hier bekommen haben. Frostkristall. Ist nichts wert. Hallo, Wärmeschutz-Aktivmeldung. Bitte weggehen. Bitte weggehen. Danke sehr. Frostkristall. Diese organische Verbindung, ein wunderschön blauer Kristall, ist sowohl lichtdurchlässig als auch widerstandsfähig. Sie kann von den Blättern des Frostwurz gewonnen werden. Frostwurz benötigt gefrierende Bedingungen, um in der Wildnis zu gedeihen, kann aber mit Hilfe eines Hydrokulturtrogs in allen Umgebungen angebaut werden. Das ist ja geil. Das kann er dann auf dem Frachter. Auf dem botanischen Frachter. Grüße übrigens. Hallöchen. Derjenige, diejenige wird sich schon angesprochen fühlen. Koprit. Ja, ja, wir wollen irgendwann, wollen wir unseren Frachter zu einem botanischen Frachter ausbauen. Unter anderem zu einem botanischen Frachter. Okay, so. Runter geht's. Nautilus, wo bist du? Unser Unterwasser-Kit. Wir sind Underwater Knight Rider. Underwater Knight Rider. So, scannen. Wie? Wir haben gerade kein Gebäude erscannen können? Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Kennen wir die Quallen eigentlich schon? Ja, die kennen wir schon. WTF, was ist hier los? Das hatten wir ja auch noch gar nicht gehabt, dass wir kein versunkenes Gebäude gefunden haben. Wenn wir eins gesucht haben. Bin ich zu weit weg vom Schuss? Kann das sein? Tatsache, wir müssen woanders hin. Wir müssen ganz woanders hin. Wir müssen zurück zur richtigen Küste. Das ist ja hier nur so ein Binnenmeer. Na, reicht das hier vielleicht aus? Region des Planeten Loch aufs 3 entdeckt. Cool. Naja klar, hier ist das Wasser nicht so tief. Ich kann nur ganz schlecht ein Gebäude versinken. Ist das hier überall so? Oder gibt es hier irgendwo einen Zugang zum Meer? Das wäre super. Das wäre klasse, liebes Spiel. Das sieht sehr nach Meer aus. Doch nicht. Wir haben offensichtlich einen Kontinent entdeckt und da kommen wir jetzt auch so schnell nicht von wieder weg. Na gut, okay. Dann werde ich das soweit erstmal hinnehmen
Und in der Aufnahmepause, also quasi zur Folge von morgen, werde ich die nächste Küste bereisen. Den nehme ich noch mit. Wenn ich was tue, dann nehme ich den noch mit. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Scan. Wunderbar. 139.000 Ocken. Wir werden super reich. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder, aber auch nur, wenn ihr wollt, mit No Man's Sky, mit dem Next The Abyss und Atlas Rises Update. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diese sowie das ganze Projekt mit einem Daumen nach oben unterstützt. Genau, da war das Wort. Ansonsten, wieder schauen und reingauen. Der Leo, bis dann. Ciao.